Kryptowährung hat in der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Mehr Menschen vertrauen dem digitalen Geld. Also El Salvador zum Beispiel erkennt es sogar als Zahlungsmittel an im ganzen Land. Und das weltberühmte Auktionshaus Sotheby's lässt zu, dass mit Kryptowährung in Einzelfällen bezahlt wird. Die bislang gängigste ist ja der Bitcoin. Und der Kurs, der schwankt derart, dagegen ist eine Achterbahnfahrt eine Yoga-Übung. Es ist ein Phänomen, Bitcoin. Ein Finanzmittel, das rein digital funktioniert. Bezahlt wird direkt von Nutzer zu Nutzer. Ohne Bank, ohne Staat, ohne politische Regulierung. Jede Überweisung ist aufwendig, digital verschlüsselt und wird dezentral in einem Netzwerk gespeichert. Dieses Netzwerk fußt auf einer gemeinsamen Datenbank. Hier werden alle Transaktionen verwaltet, eine Art riesiges digitales Kassenbuch. Diese Datenbank nennt man auch Blockchain. Blockchain ist ein großes Datenverzeichnis und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in diesem dezentralen Netzwerk drin sind, die können überprüfen, wie jede Transaktion zustande gekommen ist. Wer neue Überweisungen im Netzwerk überprüft und aufwendig entschlüsselt, der bekommt dafür Dollar oder Euro und neue Bitcoins. Das Schürfen, das sogenannte Mining, braucht sehr viel Energie und Rechenleistung. Laut Berechnungen der Universität Cambridge etwa so viel Strom im Jahr wie Finnland oder Belgien. Seit 2009 hat der Bitcoin eine rasante Wertsteigerung erlebt, aber kurzfristig auch immer wieder drastisch verloren. Da lauern ganz viele Gefahren und ganz einfach deshalb, weil es keine Marktsicherheit gibt. Es gibt kein Gegenmittel sozusagen. Es ist also nichts hinterlegt, keine Staaten, die dafür bürgen. Keine Bank, keine Notenbank steckt dahinter. Analysten sehen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple oder Ethereum nicht mehr nur ein Nischenanlageobjekt. Unternehmen und Regierungen steigen ein in den Kryptomarkt. Und auch die Europäische Zentralbank unternimmt sehr viele Überlegungen und auch Anstrengungen, dass es demnächst einen digitalen Euro geben könnte. Tesla-Chef Elon Musk schickt Bitcoin mit seinen Äußerungen zuletzt regelmäßig auf Berg- und Talfahrt. Gerade hat das Land El Salvador Bitcoin als legitimes Zahlungsmittel akzeptiert, während China große Bitcoin-Rechenzentren im Land schließt, weil sie kein staatlich unkontrolliertes Finanzmittel dulden wollen. Das Phänomen Bitcoin, kaum vorhersehbar und doch voller Dynamik. So, das war der Beitrag von Philipp Wundersee zur Kryptowährung. Jetzt fällt diese Währung nicht vom Netzhimmel. Die Daten werden generiert. Kryptowährung schürfen, sagt der Profi dazu. Ist jetzt allerdings nicht ganz kostenlos. Was braucht es dafür? Energie, Platz und Wasser. Sprich, Fabrikhallen, Flüsse und Seen. Und wer zahlt den Preis? Fragt Christiane Meyer in New York. Bingo, genau. Die Natur. Hey everybody, we got a full bus. Klimaziele oder Kryptowährung. Für Yvonne keine Frage. Im Bus geht es nach Buffalo zur Umweltbehörde. Mit ihrer Bürgerinitiative will sie ein Moratorium für das Bitcoin-Schürfen in New York unterstützen. Ihre Bewegung mag klein sein, aber sie sind kampferprobt. Ihnen geht es nicht nur darum, ihre eigene Region zu retten, sondern um Klimaschutz für alle. Das Schürfen von Kryptowährung verbraucht mehr Energie als ganze Länder wie Argentinien, Schweden oder Pakistan. Auf ihrer Seite haben sie die Abgeordnete Anna Kellis. Sie hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine dreijährige Pause für die Bitcoin-Herstellung fordert, um Umweltschäden zu untersuchen. Wir müssen die Kryptowährungen daran hindern, ganze Kraftwerke zu kaufen. Besonders fossile, denn das wird jedes bisschen unserer Anstrengungen im Klimawandel zunichte machen. Die Geschichte spielt im kleinen Örtchen Dresden. Hier will man, dass die großen Kryptoschürfer gestoppt werden. Der Seneca-See, etwa 4 Autostunden nördlich von New York, ist Schauplatz einer beispielhaften Auseinandersetzung. Hier in der Region der Finger Lakes lebt man vom Tourismus, der Landwirtschaft und schon seit dem 19. Jahrhundert dem Weinbau. Und dann kam Bitcoin. Abby zeigt uns, welche Auswirkungen die digitale Währung auf ihr kleines Paradies hat. Eine riesige Röhre ragt in den Seneca-See. Hier wird Kühlwasser ohne Filter aus dem See gepumpt. Fische und Pflanzen werden mit eingesogen. Wir haben Luftprobleme, Wasserprobleme und Geräuschbelästigung. Wenn das so bleibt, zerstört es unser Leben hier und in jeder anderen Stadt, in der solche Bitcoin und andere Kryptowährungen hergestellt werden.
Ihre Wut richtet sich gegen die Firma Greenwich Generation. Die hat ein stillgelegtes fossiles Kraftwerk gekauft und mit einer alten Genehmigung zu neuem und schmutzigem Leben erweckt, um den Energiebedarf für das Schürfen von Bitcoin möglichst billig zu decken. Hier wird jetzt wieder Gas verbrannt. Das zeigt Greenwich stolz auf der eigenen Website. Die Server stehen demnach direkt in der Halle. Geschätzte Produktion derzeit 19 Megawatt, genug, um eine Kleinstadt zu versorgen. Damit ist die Firma der erste Bitcoin-Schürfer mit einem eigenen Kraftwerk. Abby und Yvonne beraten über weitere Strategien gegen Greenwich. Sie wollen den See retten und die Bitcoin-Schürfer in ihre Grenzen weisen. Beide sind entschlossen, das Unternehmen zu stoppen und ein Gesetz gegen die Nutzung von stillgelegten fossilen Kraftwerken durchzusetzen. Für Yvonne ist das eine Herzenssache. Ich trinke dieses Wasser. Es ist in jeder Zelle meines Körpers. Es bedeutet mir viel im Hinblick auf meine Familie. Das Haus meiner Urgroßeltern auf dem Hügel ist nach meiner Großmutter benannt. Die Straße auch. Das hat große Bedeutung für mich. Dass Greenwich das erhitzte Kühlwasser über einen Bach ganz legal zurück in den See leiten darf, bedeutet extremen Stress für die Fische. Auch Algenblüten häufen sich schon jetzt. Wenn diese Anlage den Seneca-See zum Umkippen bringt, wird es Jahrzehnte dauern, bis der See sich wieder erholt. Wegen seiner Tiefe und Größe könnte das sehr lange werden. Auch die örtlichen Winzer machen sich Sorgen. Schon seit einigen Jahren wird es immer wärmer. Die Feuchtigkeit ist höher denn je. Es gibt mehr Ungeziefer. Die Herausforderungen für den Traubenanbau sind sowieso schon groß. Dieses Projekt mit der Aussicht, noch mehr Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, beeinflusst nicht nur den Seneca-See, sondern es wird die Trauben in der Region und darüber hinaus betreffen. Schon jetzt ist die Luftbelastung mit CO2 in der Seenregion durch das Kraftwerk gewaltig. Dabei läuft es derzeit mit nur 13% Kapazität. Greenwich will das durch Ausgleichszertifikate kompensieren. Der Umweltwissenschaftler Robert Howarth macht sich Sorgen, dass noch mehr Bitcoin-Minen ans Netz gehen. Hier an der Cornell Elite-Universität hat er sich auf Treibhausgase spezialisiert und berät den Staat New York beim Erreichen der Klimaziele. Wir wollen in 8 Jahren nur noch 15 Millionen Tonnen CO2 produzieren. Aber schon dieses eine Werk verursacht bei Volllast 1 Million. Wenn wir womöglich noch weitere 18 fossile Kraftwerke zulassen, ist das mehr als der Stromverbrauch des gesamten Staates. Dann erreichen wir unser Klimaziel nicht. Und das ist eine ernste Sache. Geldgier schlägt Klimaschutz, finden die Aktivisten. Denn längst haben auch andere Hersteller von Digitalgeld das Modell Billigstrom aus alten Dreckschleudern entdeckt. Auch wenn ihr Gesetz im ersten Anlauf im Abgeordnetenhaus gescheitert ist, sie werden weiterkämpfen. Stand up, fight back! Greenwich Generation hat auf unsere mehrfachen Interviewanfragen nicht reagiert. Man will sich wohl nicht so gerne in die Karten sehen lassen.